Liebe Trader, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Wie ihr seht, habe ich einen Gast dabei, den Andreas Weiß von CapTrader, der sich mit der TWS, mit der Trader Workstation am allerbesten auskennt. Und weil wir ja immer die Leute bei uns haben wollen, die sich am allerbesten auskennen, ist heute der Andreas mein Gast. Andreas, sag vielleicht du einfach noch ein paar Worte zu deiner Person, dass alle, die dich noch nicht kennen, wissen, was du so machst und wer du bist. Ja, sehr gerne, Simon. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne bin ich Gast in dem Webinar und ja, freue mich natürlich auch, hier die Trader Workstation vorzustellen, die wir hier bei CapTrader nutzen. Ja, mein Name ist Andreas Weiß. Ich bin einer von drei Geschäftsführern der CapTrader GmbH. Ja, und CapTrader gibt es jetzt schon seit knapp 12 Jahren. Ja, und da sind wir halt Partner von Interactive Brokers und sind, was das Thema US-Aktienhandel oder auch Optionshandel angeht, aber natürlich auch, was andere Produkte angeht, natürlich dann die Experten oder Ansprechpartner und ja, stehen da unseren Kunden sehr gerne zur Verfügung bei allen Fragen rund um das Thema Börse. Wunderbar. Dann würde ich sagen, teile ich meinen Bildschirm und dann kann es losgehen. Wir haben gesagt, wir machen zur Begrüßung die Kameras an und dann, wenn das Webinar startet, machen wir die Kameras aus, damit ihr euch komplett auf die Inhalte konzentrieren könnt. Und das mache ich jetzt, Kamera aus und dafür die Bildschirmübertragung an. So, jetzt muss ich noch den richtigen Bildschirm finden und ich glaube, ich habe den richtigen Bildschirm. Unser heutiges Thema lautet professionelles Trading. US-Aktien und Optionen über die TWS handeln. Warum die TWS? Warum CapTrader? TraderFox und CapTrader kooperieren schon erfolgreich seit mittlerweile 2 oder 3 Jahren. Ich glaube, vor 3 Jahren haben wir angefangen. Und in diesem Jahr soll ein ganz besonderes Highlight-Jahr werden. Wir haben als gemeinsames Ziel, dass CapTrader endlich voll integriert ist im TraderFox Trading Desk und in den TraderFox Tools. Das heißt, dass man sich auf TraderFox.com mit den Kontodaten von CapTrader einloggen kann, um dann direkt aus unserer Plattform heraus zu handeln. Und warum wird das so richtig cool? Weil wir uns jetzt zusammen mit unserer Mutter, Axel Springer Finanznet, Realtime-Kurse zu Nasdaq und NYSE geleistet haben. Und das gibt es so gut wie auf keinem Portal in Europa, dass man wirklich für die amerikanischen Börsenplätze, für alle Aktien an der Nasdaq und an der NYSE die Realtime-Kurse gratis auf einem Portal bekommt. Auf TraderFox.com ist das möglich. Und darum haben wir gesagt, wir müssen hier eins und eins zusammenzählen. Wir bauen die Plattform, wo eigentlich alle deutschen Trader, die sich für US-Aktien interessieren, landen werden, wegen der perfekten Realtime-Kursversorgung. Und CapTrader ist natürlich auch der beste Broker für US-Aktien. Ich nenne ihn immer gerne als Beispiel. Und wenn man das mit deutschen Brokern vergleicht, dann wird man gleich wissen, was für einen Vorteil man hat. Der Kauf von 200 Amazon-Aktien kostet über CapTrader nur 2 US-Dollar. Und das wird Andreas nachher auch zeigen, es ist hier kein halbwertiger Zero-Commission-Broker. Wenn man die Zero-Commission-Broker sind ja so eine neue Mode, die ein bisschen überschätzt wird. Jeder, der aktiv handelt, der wird keinen Zero-Commission-Broker wählen, weil die Börsenplätze sind da sehr begrenzt. Ich kann über, wenn ich, egal ob ich Trade Republic habe oder ob ich jetzt auch Finanznet Zero habe oder Scalable Broker, Ich bin einfach bei meinen Börsenplätzen beschränkt. Ich kann über Lang und Schwarz handeln, ich kann über GetEx handeln und ich kann nicht auf die Originalbörsenplätze zugreifen. Darum gibt es einiges, was für CapTrader und die TraderFox Edition spricht. Hier noch der wichtige Hinweis. Wenn ihr langfristig von den TraderFox Vorteilen profitieren wollt, dann eröffnet das Konto über traderfox.captrader.com. Ich stelle den Link auch jetzt gerne nochmal in den Chat. Vorneweg eine Frage rein aus Interesse. Wer ist denn bereits Kunde von CapTrader? Wie viele, die heute anwesend sind, haben bereits ein Depot bei CapTrader? Bitte einfach mal schreiben. Genau, schreibt einfach ja oder nein.
Ja, wow, wir haben eine große Fanbase hier. 50% sagen ja, 50% sagen ungefähr nein. Obwohl 40% ja, 60% sagen nein. Spannend. Aber dann sieht man, wie viele TradeFox-Kunden quasi schon auf CapTrader aufgesprungen sind. Ja, sehr gut. Gell, Andreas, was will man mehr? Simon, ich sehe nur den Chat nicht. Falls nachher Fragen kommen oder so, dann müsstest du das gegebenenfalls dann irgendwie vorlesen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich werde moderieren. Unsere Aktienscreener sind auch perfekt für den US-Aktienmarkt geeignet. Das heißt, wir haben nicht nur die Realtime-Kurse, die es so sinnvoll machen, dass wir einen Broker bei uns fest integrieren, der wie CapTrader diesen günstigen Handel möglich macht, sondern wir bieten auch die Tools, mit denen man die passenden Aktien finden kann. Und das soll heute dann auch der Inhalt des heutigen Webinars sein. Ich zeige zunächst einige Features unserer Aktienscreener. Das wird etwa 10 Minuten dauern. Dann wird Andreas uns zeigen, was man mit der Trader Workstation alles machen kann und vor allem, was man braucht, wenn man professionell US-Aktien handeln will. Dazu gehört zum Beispiel, dass man Devisen konvertiert von einem Euro-Konto in US-Dollar, dass man weiß, wie man vorbörslich und nachbörslich handelt, dass man weiß, wie man von Smart Routing auf die direkte Wahl eines Börsenplatz wechselt, dass man aber auch weiß, wie man Short Trades platzieren kann, wie man sich informieren kann, wie hoch die Gebühren sind bei Short Trades und wie viel Aktien eigentlich zur Leihe bereitstehen. Da machen wir einen kleinen Switch. Und ich zeige, wie Optionen funktionieren, welche 4 Optionsgrundgeschäfte es gibt. Und dann geht Andreas von der Theorie in die Praxis und zeigt uns mal, wie man einen Cash-Secured Put über die TWS platzieren kann. So, fangen wir an. Ich teile nun als erstes unseren Aktienscreener und zeige einmal, wie der funktioniert. Wir haben ja zwei Welten. Wir haben eine Welt, aktie.traderfox.com, wo es einen sehr einfach zu bedienenden Aktienscreener gibt. Und dann haben wir unter screener.traderfox.com bzw. rankings.traderfox.com noch einen komplexeren Aktienscreener. So, hier bin ich auf aktie.traderfox.com und dort gibt es Easy Scan. Und unter Easy Scan findet man so den besten Echtzeitscanner und den schnellsten, den das Netz zu bieten hat. Ich demonstriere das mal an ein paar Beispielen. Klicke an, dass ich die Börsenplätze Nasdaq und NYSE screenen möchte. Und sofort schießen quasi alle Aktien, die hier notiert sind, schießen in den Screener rein. Und jetzt kann ich anfangen mit Screenings. Ich kann zwischen fundamentalen Kriterien wählen. Ich kann Sektor- und Industriegruppen wählen, aber ich mache jetzt mal nur fundamentale Kriterien. So, was mache ich? Ich möchte, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis, ich mag diese extrem hohen KUV-Aktien nicht. Darum sage ich, dass es kleiner ist als 20. Und das definiere ich jetzt. Ich möchte ein KGV zwischen 0 und 20. Nee, die größten langweile ich auch nicht. Ich mache zwischen 23. Kurs-Umsatz-Verhältnis zwischen 3 und 20. So, jetzt habe ich noch 1.381 Aktien, auf die das zutrifft. Was könnte noch interessant sein? Das EPS-Wachstum, das der Gewinn je Aktie im letzten Geschäftsjahr, soll mehr als 10% gestiegen sein. EPS-Wachstum größer 10%. Und man sieht hier diese Geschwindigkeit, wie schnell diese Aktienscreener arbeitet. Sobald ich hier oben im Pull-Down-Menü etwas auswähle, werden hier schon die Ergebnisse ausgespuckt, die ich dann in verschiedenen Ansichten mir visualisieren lassen kann. Wie geht das so schnell? Bei jeder Screening-Operation werden bei uns auf den Servern aktuell 64 Prozessorkerne angeworfen. Also 64 Prozessorkerne arbeiten für eure Anfrage. Wenn jetzt 100 Leute gleichzeitig ein Screening durchführen, kann es sein, dass es manchmal ein bisschen langsamer geht, aber wir sorgen eigentlich immer dafür, dass genügend Serverkapazitäten bereitstehen. Jetzt zeige ich mal meine Basis-Breakout-Strategie. Ich mache mal, die Aktien sind am 52 Wochen hoch, aber ich sage gleichzeitig, und das macht diesen Screener auch so mächtig, obwohl er so einfach zu bedienen ist, dass das neue 52-Wochen-Hoch 10 bis 40 Tage, ne, 10 bis 30 Tage manchmal in der Vergangenheit liegen muss hier.
Und da, ich weiß nicht, wo man das sonst noch kann. Ich glaube, das kann man nur bei uns. Ich sage jetzt, das 52-Wochen hoch muss aufgetreten sein, entweder im Zeitraum 11 bis 20 Tage in der Vergangenheit oder 21 bis 30 Tage in der Vergangenheit. Warum mache ich das? Dass ich keine Aktien habe, die quasi in einer Fahnenstange drin sind. Das möchte ich jetzt nicht haben. Ich möchte diese Fahnenstange vermeiden. Ich möchte, dass ich Aktien am Hoch habe, wo das Hoch aber kurz davor markiert wurde. Und jetzt habe ich hier, und jetzt habe ich wie viele Treffer noch? 22 Treffer noch. Schauen wir uns die mal an. Morgan Stanley. Genau, passt. Ich habe hier ein 52-Wochen-Hoch und ich habe die Aktie, die sich auf das 52-Wochen-Hoch zubewegt. Philip Morris, genauso. Ich gehe einfach mal die Charts durch und ich nutze wirklich diese schnelle Chartsvorschau, um mir einfach anzugucken, welche Aktien interessant sein könnten. Bekomme ich diese Aktien angezeigt, haben 52 Wochen hoch, die aber im Zeitraum 10 bis 30 Tagen ihr Hoch markiert haben. Die sieht doch jetzt gut aus, Nasdaq. Ja, so funktioniert unser einfacher Aktienscreener Easy Scan. Das Gute ist, das komplette Paket rund um das Aktienterminal bekommt man über das TraderFox Morningstar-Datenpaket schon für 19 Euro pro Monat. Ich stelle den Link mal ein. Wer sich dafür interessiert, TraderFox Morningstar-Datenpaket, nur 19 Euro im Monat, eine komplette Tool-Suite für einen sehr, sehr attraktiven, günstigen Preis. Und vor allem die Datenbank im Hintergrund ist mächtig. Damit hat man da eine gute Fundamentaldatenbank und man hat auch diese gratis Realtime-Kurse für Nasdaq und NYSE mit dabei, die sind in der TraderFox-Welt nun integriert. Wer komplexere Screenings durchführen möchte, aber da möchte ich jetzt nicht in die ausführliche Erklärung gehen, nutzt unser rankings.traderfox.com. Diese Software ist sehr mächtig, vor allem auch aufgrund der neuen Multi-Stock-Indicators. Darüber habe ich ja schon neulich sehr oft gesprochen. Man kann hier die ganzen Screening Kennzahlen, die man zum Beispiel von William O'Neill kennt, wie das Gewinn je Aktie Rating, wie das relative Stärke Rating oder auch solche komplexen Screenings, wie dass ich nur Aktien haben möchte aus den stärksten Branchen. Also ich nehme jetzt mal eine relative Stärke, eine Branche, die in den letzten 3 Monaten zu den stärksten Branchen gehört hat. Und innerhalb dieser starken Branche möchte ich jetzt haben, dass die Aktie auch noch stark ist. Das gewichte ich auch mit 50%. Das mache ich aber auch noch einen Cut bei den Multi-Stock Indicators. Den Cut setze ich relative Stärke einer Aktie innerhalb einer Branche. Ja, jetzt mal ganz radikal bei 90%. Also nur die stärksten Aktien und die stärksten Branchen. Ja, stärkste Aktien, stärkste Branchen. Mal gucken, ob noch überhaupt was übrig bleibt. Universum, halt, Universum, alle, nee, der braucht zu lange, weil die Multistock, da wird ja jede Aktie mit jeder anderen verglichen. Wenn ich da jetzt alle Nasdaq, alle NYSE machen würde, dann würde der ewig rechnen. Jetzt mache ich mal die größten 2000 amerikanischen Aktien und wir führen das Screening durch und wir schauen uns die Ergebnisse an. Und jetzt springen wieder die 64 Prozessorkerne an und für die Multistock Indicators wird da Apple bekommt den Indikatorwert, der zum Beispiel in dem Apple mit 2000 anderen Aktien verglichen wird. Und darum braucht das lange. So, jetzt gucken wir mal eine neue Mission. Ja, jetzt bekommen wir die stärksten Aktien aus den stärksten Branchen. Genau, hier noch ein Trick. Wenn man sich anzeigen lassen möchte, aus welchen Branchen und Sektoren das kommt, dann hier Industry hinzunehmen, Sektor hinzunehmen und auf Display Only stellen. Display Only. Dann wird mir einfach in der Tabelle angezeigt, aus welcher Branche bzw. aus welchem Sektor die jeweilige Aktie kommt. Und jetzt bekomme ich nur die Branchen angezeigt, die stärker sind als 90% aller anderen Branchen. Hier haben wir es. Branche. Getränkehersteller. Telekom Services, Building and Products, Equipment. Das sind, wie viele Aktien habe ich insgesamt der Treffer? Das ist insgesamt 68 Aktien. Gucken wir uns ein paar Charts an. Hier, das sind die führenden Aktien aus den führenden Branchen.
Das Interessante ist, über diese Screenings, man findet die Aktien, die man so eigentlich nicht kennt. Es ist keine Tesla, es ist keine Netflix. Und die finde ich jetzt spannend. Golden Entertainment. Hier, also dieser Chart schön auskonsolidiert. Jetzt richtig Momentum aufgebaut. Der gefällt mir. Ich springe kurz ins Aktienterminal rein. Und Andreas, dann übergebe ich auch gleich an dich. Aber mich interessiert das einmal, was diese Firma macht. Okay, die sind engagiert in der Finanzierung und Management. Die betreiben Casinos. Casino, okay, spannend. Spannend, 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 was man da alles findet. Viewray, Barrow Club, Wide Open West, SecureWorks. Also Andreas, gell, wenn man Inspiration möchte, ich glaube, dann wird man hier fündig. Oder kennst du jetzt alle Namen? Vermutlich auch nicht, oder? Interface. Nee, natürlich nicht. Ne? Aber das Gute ist ja, dass man bei uns im Prinzip ja auch alle Aktien handeln kann, die irgendwo an der Börse notiert sind. Und deswegen sind auch die, die dort hier jetzt aufgeführt sind, bei uns mit hoher Wahrscheinlichkeit auch handelbar. Ja, wunderbar. Und Andreas, das war doch mal ein gutes Stichwort. Jetzt zeig doch mal, jetzt habe ich hier eine coole Aktie gefunden. Golden Entertainment. Zeig doch vielleicht mal, wie man die über die Trader Workstation jetzt handeln könnte. Beziehungsweise mach ruhig den kompletten Weg. Zeig mal vielleicht erst, wie man, wenn man ein Euro-Konto bei euch hat, wie man die Devisen umwandeln kann in US-Dollar, wie die Währungskonvertierung erfolgt und wie man dann zum Beispiel jetzt diese Golden Entertainment kauft. Ich gebe dir mal die Moderator-Freigabe. Ja, jetzt muss ich mal kurz schauen, welcher der richtige Bildschirm bei mir ist. Das müsste dieser sein. So, jetzt hoffe ich, dass man oder dass alle die Trader Workstation sehen können. Ja. Okay, super. Ja, also ich habe gerade den Wert hier hinzugefügt, Golden Entertainment. Ja, wie macht man das? Ja, wenn ich jetzt hier noch keine Watchliste habe, ich habe die ja hier mal US-Aktien genannt, dann kann man natürlich jederzeit hier in ein freies Feld reinklicken, in der ersten Spalte, wo jetzt hier Finanzinstrument steht und dann den Wert suchen. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt das Kürzel nicht weiß, wie jetzt in dem Fall GDEN, ja, dann kann ich auch nach dem Namen einfach suchen, ja, und den Namen eintippen. Ich zeige das hier nochmal kurz, ich entferne jetzt die Zeile und dann kann ich jetzt hier eingeben Golden Entertainment, Enter. Ja, und dann kommen mögliche Treffer. Ja, das war jetzt sehr eindeutig. Das heißt, der Treffer war natürlich genau richtig, weil der Name richtig eingegeben wurde. Ja, und dann sieht man, hier ist das Kürzel. Ja, und was kann man handeln? Ja, die Aktie, CFDs auf die Aktie und auch Optionen. Ne? Und dann sage ich okay. Und dann gibt es noch zwei Möglichkeiten, die man hier auswählen kann bei Aktien. Das möchte ich gerne zeigen. Und zwar einmal das sogenannte Smart Routing. Und dann das, was der Simon auch angesprochen hat, der große Unterschied auch zu den ganzen Neo-Brokern. Man kann halt auch den Börsenplatz auswählen. Ne? Und das geht dann hier über Aktien gezielt. Und da sieht man dann einfach mal, was alleine in den USA an Börsenplätzen hier zur Verfügung stehen. Ja? Im sogenannten Smart Routing sind dann alle Börsenplätze integriert. Ja? Und dann wird dann, wie der Name schon sagt, ganz smart geschaut, wo ist die beste Geldbriefspanne? Ja, wo kann ich am günstigsten jetzt die Aktie handeln, was die Geldbriefspanne angeht? Und dieser Börsenplatz wird dann automatisch ausgewählt und die Order wird dahin geroutet. Ja, das ist eine sehr gute Funktion und da braucht man also jetzt nicht hingehen, sich jetzt hier 10 Börsenplätze nebeneinander legen und immer vergleichen, sondern ja, das übernimmt im Prinzip hier die automatisierte Funktion des Smart Routings. Aber nichtsdestotrotz kann ich natürlich sagen, ich möchte jetzt lieber auf ARKA handeln, ja, oder an der New York Stock Exchange direkt und wähle dann diesen Börsenplatz aus, ja, indem ich einfach den anklicke. Und man sieht das dann auch hier bei ARKA, ist ja der größte elektronische Börsenplatz in den USA. Das wird dann auch mit dem Kürzel hier daneben nochmal aufgeführt. Ja, oder halt alternativ auch Smart, da sind dann alle drin enthalten. Ja. Okay, und das Gleiche geht natürlich auch bei deutschen Werten. Ja, ich meine, wir sind zwar gerade bei US-Aktien, aber wenn ich jetzt eine Allianz beispielsweise habe, kann ich hier auch auf Directed gehen und dann sieht man hier die Börsenplätze in Europa, BATS, JAX, aber halt auch Frankfurter Wertpapierbörse, GetX, IBIS, was ist dann Xetra, ja, und
SWB, Stuttgarter Wertpapierbörse, TradeGate und so weiter. Ja, also die kann man natürlich dann auch dementsprechend auswählen. Okay, mir reicht das jetzt aber hier, wenn ich eine Zeile habe. Ja, und wie kann ich den Wert handeln? Also das ist ganz einfach. Es gibt ja den Geldkurs und den Briefkurs. Briefkurs ist, wenn ich kaufen möchte. Wenn ich mit dem Mauszeiger einfach hier drauf gehe, dann steht da unten drunter auch schon Buy für Kaufen. Ja, oder halt auch Sell für Verkaufen, weil Sie können natürlich bei uns auch Aktien verkaufen, sozusagen leer verkaufen, auch wenn Sie die noch gar nicht haben. Ja, dann leihen Sie sich die Aktien, verkaufen die leer und kaufen die später wieder hoffentlich, ja, günstiger zurück. Das geht auch. Ich glaube, das ist nachher noch ein eigenes Thema, das Leerverkaufen. Aber kann ich natürlich jetzt auch schon gerne vorwegnehmen. Dann zeige ich da noch mal kurz eine Spalte, die man noch hinzufügen kann, wo Sie sehen können, ob die Aktien überhaupt zum Leerverkauf zur Verfügung stehen. Hier oben bin ich jetzt mit dem Mauszeiger gerade bei Geldkurs oder Briefkurs, ist egal, wo Sie gerade sind, aber Hauptsache bei den Überschriften. Dort gehen Sie auf Spalte hinzufügen. Und ja, Sie sehen, es gibt eine ganze Menge an Spalten, die man hinzufügen kann. Unter Beschreibung des Finanzinstruments, das steht ganz oben, geht man dann nach rechts und sucht dann hier etwas unterhalb der Mitte den Punkt aus leerverkaufsfähig. Ja, wenn ich das jetzt auswähle, ja, dann kommt diese neue Spalte. Und wenn das hier grün ist, dann sieht man, die Aktie steht zum Leerverkauf zur Verfügung. Wenn ich mit dem Mauszeiger hier drauf gehe, dann sieht man auch, wie viele Aktien zum Leerverkauf verfügbar sind. Das wird angezeigt. Bei Apple sind es 476 Millionen in dem Fall. Ja, und man sieht auch den Leihgebührensatz, zu dem man sich dann die Aktie leiht. Ja, in dem Fall 0,25%. Ja, und so kann man hier durch die Spalte gehen und sich das Ganze anschauen. Ja, und selbst bei der Aktie Golden Entertainment stehen 379K. K steht für Kilo, also für die Einheit Kilo, die für 1000 steht. Ne? Also 379.000 Aktien stehen hier zum Leerverkauf zur Verfügung. Ja, wie funktioniert das? Ich zeige mal noch vorher eine Kontoübersicht, wenn man eine Aktie kaufen möchte. In der Regel ist es so, man hat ja hier ein Konto und zahlt Euro ein. Ja? Hier auf dem Konto ist ja ein Paper Trading Konto, sind jetzt auch 846.606 Euro. Ich habe keine US-Dollar. Ja? Hier sieht man die Währung US-Dollar, da stehen nur zwei. Aus früheren Währungskonvertierungen sind noch 2 Dollar übrig geblieben. Aber im Prinzip habe ich keine US-Dollar zur Verfügung, um jetzt die Aktie handeln zu können. Das ist nicht schlimm, weil beim Margin-Konto können Sie direkt kaufen in US-Dollar und dann werden Ihnen die US-Dollar geliehen. Und das zeige ich Ihnen jetzt kurz. Also einmal hier auf den Briefkurs klicken, dann entsteht hier eine sogenannte Orderzeile. Ja, und hier kann man dann alles Mögliche eingeben. Ja, die Stückzahl, 100 Stück oder vielleicht möchte ich auch nur 50 Stück kaufen. Ja, oder man kann auch den Betrag in US-Dollar eingeben. Beispielsweise, wenn ich für 5.000 Dollar jetzt die Aktien kaufen möchte. Ja, und dann kann ich hier die Order, den Order-Typ auswählen, Limit, Market, Stop und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe. Ne? Da könnte man ein eigenes Webinar zu halten zu den Order-Typen. Ich bleibe bei Limit und dann gebe ich hier den Limit-Kurs ein, zu dem ich kaufen möchte. Ja, kann ich natürlich sagen, jetzt direkt zum Briefkurs oder zwischen Geld und Briefkurs hier zu einem mittleren Preis. Ja, und dann gehe ich auf Übermitteln. Dann wird das Ganze nochmal zusammengefasst und dann gehe ich auf Überschreiben und Übermitteln. Also dann wird die Order im Prinzip platziert und wartet auf Ausführung. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier ist ja schon ein kleiner Spread bei dem Wert. Wenn man das mal vergleicht zu Apple, ne, bei Apple ist der Spread nur 1 Cent. Bei solchen Nebenwerten kann das natürlich was größer sein. Man sieht jetzt hier, der Briefkurs ist 47,46. Das heißt, hier müsste ich mal ein bisschen höher gehen, damit ich direkt zur Ausführung komme. Okay, jetzt habe ich das übermittelt und jetzt wurde die, genau, und jetzt bekommt man direkt eine Meldung, dass die Order ausgeführt wurde und ich sehe das hier oben auch im Handelsprotokoll, ja, dass 105 GDEN jetzt zu dem Kurs 47,45 gekauft wurden. Ja, und was ist mit meinem Konto passiert? Ich habe jetzt den Gegenwert 5.000 Dollar oder 4.982.
US-Dollar bin ich jetzt sozusagen short, die habe ich mir geliehen. Ja, weil ich ja vorher noch keinen US-Dollar hatte. Ich habe die Aktien in den US-Dollar gekauft habe, musste ich mir die US-Dollar leihen. Ja, für das Leihen fallen natürlich Zinsen an, die tagtäglich berechnet werden. Ja, das können Sie verhindern, wenn Sie möchten, ja, indem Sie hingehen und sagen, ich möchte diese Währung wieder, also diese Short-Position wieder schließen, indem Sie hier mit der rechten Maustaste reinklicken und sagen, Devisenposition schließen. Das hat den Vorteil, Sie zahlen keine Zinsen mehr, ja, dafür, dass Sie sich Geld leihen, hat aber den Nachteil, Sie sind nicht mehr gehedged, was den US-Dollar-Betrag angeht, ja, weil der US-Dollar kann ja im Vergleich zum Euro an Wert verlieren. Und ja, mit der Short-Position in US-Dollar haben Sie da natürlich einen Währungshedge, den Sie sonst nicht hätten. Ja, das ist mal ganz wichtig, weil Kunden kaufen jetzt Apple-Aktien, die Apple-Aktie steigt um 20% in US-Dollar. Ja, aber dann hat aber der US-Dollar im Vergleich zum Euro vielleicht um 15% verloren. Ja, und dann bleibt unterm Strich natürlich nicht viel vom Gewinn übrig, weil sie dann rein oder einen reinen US-Dollar-Gewinn gemacht haben. Aber wenn sie den in Euro konvertieren zu dem dann viel schlechteren Kurs, ja, kann das natürlich Nachteile haben. Aber für Sie wichtig, dass Sie einfach wissen, dass Sie bei uns alle Möglichkeiten haben. Ja? Sie können sich US-Dollar leihen, Sie müssen sich die nicht leihen, Sie können sich hedgen, müssen sich nicht hedgen. Also das, was Sie machen, das, was Sie entscheiden, das entscheiden Sie selber. Wichtig ist, dass Sie wissen, dass Sie die, dass die Möglichkeiten bestehen. Okay, das war es erstmal, Simon, von meiner Seite zum, ja, zum ersten Punkt, wie ich überhaupt eine Aktie kaufe in US-Dollar. Und ja, würde Wunderbar. gerne an dich wieder zurückgeben. Ja, und ich finde das Schöne, was man gesehen hat, ist, wer die Trader Workstation zum ersten Mal aufmacht, der denkt, sie ist sehr komplex und sie ist sehr kompliziert. Aber man sieht, eigentlich ist sie, wenn man eine Stunde in die Oberfläche investiert hat oder investiert hat, um die Oberfläche zu verstehen, dann ist alles sehr gut gedacht und sehr naheliegend auch durchdacht. Und das hat man jetzt bei dir auch gesehen, wie schnell man da dann im Endeffekt reinkommt. Okay, kommen wir aber zum nächsten Thema. Kommen wir jetzt gleich zu Optionen und Optionsstrategien. Ich teile jetzt nochmal einen anderen Bildschirm. So, ich beende deine Übertragung. So. Und ich wechsle auf mein PDF. Genau. Was ich jetzt noch einmal kurz zeige, sind die vier Grundstrategien, die es beim Optionshandel gibt. Es gibt bei Optionen ja ganz, ganz viele verschiedene Strategien. Und man gewinnt oft den Eindruck, dass diese Strategien wahnsinnig kompliziert sind. Können sie auch sein. Aber der springende Punkt ist, dass wirklich all die komplizierten Strategien nur Kombinationen der vier Grundpositionen sind. Und folgende vier Grundpositionen gibt es. Es gibt den Long Call, den Kauf einer Kaufoption. Damit erwerbe ich das Recht, eine Aktie zu einem vorher definierten Kurs, dem Strike-Preis, zu kaufen. Es gibt den Long Put, den Kauf einer Verkaufsoption. Damit erwerbe ich das Recht, eine Aktie zu einem vorher definierten Ausübungspreis zu verkaufen. Ist gut, wenn es einen Crash gibt, der Aktienmarkt kollabiert und ich kann meine Aktien zu hohen Kursen quasi weiterhin dann abgeben. Diese beiden Grundgeschäfte, die sind vermutlich am beliebtesten. Long Call und Long Put. Dann gibt es noch die Stillhalterposition, wo ich eine Prämie kassieren kann. Und zwar, wenn ich den Short Call handle, ich verkaufe eine Kaufoption, ich kassiere dafür eine Prämie, aber immer wenn ich Geld bekomme, dann ist es wie im realen Leben. Wenn ich Geld bekomme, muss ich irgendetwas liefern, muss ich irgendeine Verpflichtung haben. Und die Verpflichtung beim Short Call ist, dass ich eine Aktie zu einem vorher definierten Preis bereit bin zu liefern. Das kann auch mal nach hinten losgehen, gell? Zum Beispiel, ich habe jetzt ja meine Nvidia-Lieblingsposition hat sich seit meinem Kaufkurs von 30 US-Dollar
ist bei 820 aktuell ungefähr. Wenn mir da jemand einen Short Call verkauft hätte, dann müsste ich mir jetzt Nvidia liefern, obwohl die Aktie jetzt bei 800 steht. Also Short Call ist gefährlich, kann unter Umständen ein bisschen teuer werden, wenn die Position nicht abgesichert ist. Dann gibt es den Short Put. Das ist so im Endeffekt meine Lieblingsstillhalterstrategie oder ja, ich würde auch sagen, meine Lieblingsoptionsstrategie. Man sagt auch, das ist die Lieblingsoptionsstrategie von Warren Buffett. Er hat ja einmal ein paar Mal auf der Berkshire Hathaway Hauptversammlung darüber philosophiert, wie er Short Puts schreibt. Bei einer Short Put Option bekomme ich auch Geld. Ich kassiere eine Prämie dafür, dass ich mich verpflichte, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Und der Preis, der kann durchaus auch tiefer liegen. Nehmen wir an, Nvidia notiert bei 820 US-Dollar aktuell. Und dann kann ich einen Short Put schreiben mit Strike 750 US-Dollar. Ich gehe quasi die Verpflichtung ein, die Nvidia-Aktien zu 750 US-Dollar abzunehmen. Wenn ich eh weiß, ich möchte Nvidia zu diesem Kurs kaufen, dann ist das eine gute Strategie. Und wenn die Aktie nicht fällt, kann ich die Prämie für mich behalten. Wenn Nvidia tiefer fällt als 750 US-Dollar, dann bleibt halt der Wermutstropfen, dass ich die Aktie jetzt im Depot habe, aber ich hätte sie theoretisch ein bisschen günstiger kaufen können. So, und jetzt gibt es bei Optionen diese Auszahlungsprofile, diese Auszahlungsdiagramme. Wenn man die versteht, dann versteht man Optionen relativ gut, weil all die schönen Optionsstrategien, die es gibt und wie Andreas auch gleich zeigt, wie man die mit der TWS umsetzen kann, ergeben sich über die Überlagerung dieser vier Grundauszahlungsdiagramme. So, ich gucke es gerade, wie ich das löschen kann. Moment. Ich habe jetzt gezeichnet. Jetzt ist es weg, genau. Wer sich für den Optionshandel übrigens auch ganz ausführlich interessiert, der kann bei meinem Seminar, und das zeige ich jetzt noch kurz, und dann zeigt Andreas, wie es in der Praxis funktioniert, der kann bei meinem Katapult-Seminar teilnehmen. Das findet statt am, ist noch eine Weile her, 20. November. Optionen und Optionsstrategien von der Modellierung zur Umsetzung. Findet statt auf traderfoxkatapult.com. Und auch hier der Hinweis, und das ist einer der vielen Vorteile, die die CapTrader TraderFox Edition bietet. Wer Kunde ist von CapTrader TraderFox Edition, wer das Depot über diesen Link eröffnet hat, der kann gratis teilnehmen. Es gibt ein Passwort, es gibt einen Code. Mit diesem Code kann man dann an meinem Seminar über Optionen und Optionsstrategien auch gratis teilnehmen. Es lohnt sich also, das Depot zu eröffnen über die CapTrader TraderFox Edition auf traderfox.captrader.com. Ja, und jetzt haben wir diese vier Optionsstrategien gesehen, diese vier Grundstrategien, die es gibt. Und ich erkläre jetzt nur noch, wie ein Auszahlungsdiagramm, wie es von den wie man es lesen kann, und dann zeigt Andreas, wie man die Strategien mit der Trader Workstation umsetzen kann. Hier auf der Y-Achse steht, wie viel Gewinn oder Verlust ich mit meinem Optionsgeschäft mache, wenn sich der Preis folgendermaßen ändert. Ich habe hier für einen Long Call einen Strike-Preis für 100 und ich bezahle eine Prämie von 10 Euro. Das heißt, wenn die Aktie für 100 steht und die Option kostet mich 10 Euro, ist mein Gewinn und Verlust bei minus 10. Ich muss ja erstmal Geld investieren für die Chance, für ein Recht. Mit einem Long Call kaufe ich mir das Recht, eine Aktie zu 100 US-Dollar kaufen zu dürfen oder zu 100 Euro. Und dieses Recht wird dann sehr schnell extrem sehr viel wert, wenn die Aktie steigt. Wenn sie zum Beispiel auf 150 Euro steigt, ist mein Recht 50 Euro wert, aber 10 Euro habe ich Gebühr bezahlt. Ich bin also 40 Euro im Gewinn. Warum? 150 ist sie wert. Zu 100 bekomme ich die Aktie. 10 Euro habe ich bezahlt. Also hätte ich bei einem Aktienkurs von 150 Euro einen Gewinn von 40 Euro mit meiner Optionsposition.
Man erkennt den Hebel. Ich habe nur 10 Euro ausgegeben und kann sehr schnell mein Geld vervierfachen, verfünffachen, wenn es in meine Richtung läuft. Und klaro, das ist der Reiz von Optionen. Wenn es in die gewünschte Richtung geht, dann kann der Gewinn sehr schnell nach oben schießen. So, das soweit zur Theorie. Jetzt, Andreas, würde ich sagen, zeig doch einfach mal, wie das mit der TWS auch umsetzbar ist in der Praxis. Ja, sehr gerne. Sekunde, ich gehe nochmal auf den Bildschirm. So. Gott, schauen. Wird mein Bildschirm schon übertragen? Die Trader Workstation? Ja, wunderbar. Man sieht alles sehr gut. Perfekt, okay. Ja, also wir haben in der Trader Workstation viele verschiedene Optionsstrategie-Tools, ja, womit man das auch sehr einfach umsetzen kann. Das bekannteste ist sicherlich der sogenannte Option Trader. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben auf den Button klicke, dann öffnet sich schon der Option Trader und dann habe ich jetzt hier das Underlying, in dem Fall eine Apple-Aktie, und kann dann hier über die Option Chains, also über die Optionsketten hier dann die jeweilige Option aufrufen und handeln. Ja? Also das ist der einfachste Weg. Man sieht hier auf der rechten Seite, wo jetzt mein Mauszeiger ist, da sind die Puts, ja? Und auf der linken Seite die Calls. Und das Beispiel eines Long Calls, wenn ich also einen Call kaufe, Long heißt ja kaufen sozusagen, dann gehe ich hier auf die Call-Seite und gehe auf den Briefkurs. Ja, und kaufe zu dem hier angezeigten Preis. Ja, das ist dann Long Call. Ja, Beispiel, jetzt die Apple-Aktie ist bei 147, die Kurse sind hier oben. Ja, ich suche mir jetzt einen Strike aus, also eine Laufzeit jetzt hier 38 Tage. Das sind hier die Laufzeiten hier, die können Sie durchklicken. Ja, können aber auch natürlich andere Laufzeiten auswählen. Nehmen wir mal einfach mal ein etwas länger als einen Monat, also bis zum 20. August die Laufzeit. Und da erwarte ich jetzt stark steigende Kurse bei Apple und kaufe einen Call. Ja, beispielsweise ein 150er Call, der steht bei 3,70 $. Wichtig ist, das Bezugsverhältnis oder der Multiplikator ist immer 100. Das steht hier rechts auch, wie gesagt, ich hoffe, Sie können meinen Mauszeiger sehen hier, die 100, das ist der Multiplikator, wird auch jetzt eingeblendet, wenn ich hier einen Moment stehen bleibe. Das heißt, Sie erwerben dann immer das Recht, 100 Aktien zu dem festgelegten Kurs zu kaufen. Ja, das heißt, in dem Falle bei einem Long Call ist es das Recht, 100 Apple-Aktien dann zu dem festgelegten Kurs von $150 zu kaufen. Ja, und dieses Recht kostet 3,70 $ multipliziert mit 100, also $370 müssen Sie dafür bezahlen. So, hier ist noch eine Kombi drin. So, und jetzt sieht man hier die Order. Ja, und mit Übermitteln, also genauso wie beim Aktienkauf, wird die Order übermittelt. Ist ganz einfach. Ich kann das gerne mal machen. Ich klicke hier auf das Ü. Was passiert dann? Man sieht hier links die Orderbestätigung, den Betrag $370, ne, das sind die 3,70 $ multipliziert mit den 100. Dann sind hier noch ungefähr die Kommissionen. Wie gesagt, das ist jetzt ein Paper-Trade-Konto, deswegen ist das nicht ganz, ganz aktuell. Ja, und hier können Sie noch das Performance-Profil anklicken oder also anhaken oder deaktivieren. Wenn das angehakt ist, ich gehe mal ein bisschen hier nach rechts, dann sehen Sie auch den Performance-Graph, den Simon ja auch schon gerade vorgestellt hat, aber jetzt hier halt auch in einem konkreten Beispiel bei dem Call, bei dem 150er Call hier auf Apple. Ja, was kann man hier sehen? Man sieht ja zwei Linien. Einmal die durchgezogene Linie hier unten. Das ist die Linie des Performance-Profil am Verfall. Also das sehen Sie hier oben. Hier ist ja die Legende sozusagen. Durchgezogene Linie, Verfall am 20. August. Ja, das heißt, wird am 20. August der Kurs noch bei 150 oder niedriger stehen, ja, dann verlieren Sie die komplette Prämie, also sprich die $370, die Sie bezahlt haben für den Call, die sind dann wertlos, also komplett verfallen. Ja, und erst wenn der Kurs, der Strike war ja 150,
Ja, wenn der Kurs hier bei 153,70 steht, also 150 plus die 3,70 Dollar Prämie, dann erreichen Sie am Verfall den Break-Even. Ja, wenn der Kurs weiter höher geht, dann sieht man genau, ja, wenn er bei 155 steht, dann verdiene ich, also habe ich 200 Dollar Gewinn gemacht, und wenn ich jetzt hier mit dem Mauszeiger weiter hochgehe, 300, 400 und so weiter, also theoretisch unbegrenzter Gewinn. Ja, man kann das hier auch noch verschieben, ja, beispielsweise 30% Kursanstieg, ne, und da sieht man natürlich die theoretischen, die sehr hohen Gewinnmöglichkeiten. Ja, und wichtig ist bei einem Kauf von Optionen, sowohl beim Kauf eines Calls, sowohl als auch beim Kauf eines Puts, zahlen Sie immer eine Prämie. Ihr Gewinn ist unbegrenzt und der Verlust ist immer auf die Höhe der Prämie begrenzt. Ja, und hier unten können Sie sich das auch nochmal anschauen, was passiert bei den verschiedenen Szenarien, wenn der Kurs, jetzt können Sie hier auch das Datum auswählen. Ich wähle jetzt mal einfach mal Ende Juli aus. Ja, was passiert da mit dem Kurs? Ich nehme mal 10% Wahrscheinlichkeit hier, also Kursbewegung. Wenn der Kurs am 30. Juli immer noch da steht, wo er jetzt ist, also bei 147, dann ist mein Gewinn bzw. Verlust hier bei minus 121, habe ich 121 Dollar verloren. Sollte der Kurs 1% gestiegen sein, habe ich nur 60 Dollar verloren. Bei einem 5%igen Anstieg, also einem Kurs von 154, habe ich schon 274 Dollar verdient. Ja? Und man sieht das halt, der Verlust, der kann, ich gehe mal hier hin, der kann ja theoretisch hier bei 60%, also die Apple-Aktie kann auf 58 Dollar fallen. Ich kann aber nicht mehr verlieren als meine Prämie, als die 370. Ja? Das kann man sich hier anzeigen lassen. Auch die Gewinne hier, 2.000, 5.000, 8.000 Dollar, die theoretisch möglich wären. Ja, und das können Sie sich nochmal anzeigen lassen, bevor Sie die Order halt abschicken und hier übermitteln. Okay, das erstmal zu der einfachsten Strategie, Kauf eines Calls. Ja, ich möchte Ihnen aber auch natürlich zeigen, wie man aus diesen vier Grundpositionen natürlich komplexere Optionsstrategien hier handeln kann und wie man die aufsetzt. Da gibt es nämlich den sogenannten Strategy Builder hier in diesem, in dem Option Trader. Das ist dieser Reiter hier, Strategy Builder. Wenn ich schon weiß, welche Strategie ich handeln möchte, dann klicke ich hier auf diesen, auf den Button mit dem Pfeil und kann dann sagen, ja, ich wähle jetzt den Butterfly aus oder ich möchte einen Kalender Spread handeln oder einen Iron Condor oder einen Strangle, ist ja egal was. Und dann machen wir mal einen Butterfly, weil der ein bisschen komplexer ist. Und dann ziehe ich die Maus hier in meine Optionsketten rein. Ja, ich kann den Butterfly ja mit Calls handeln oder auch mit Puts. Ja, und suche mir jetzt hier den Kurs aus, zu dem ich, oder beziehungsweise den Strike-Preis aus. Der Strike-Preis ist der Basispreis hier in der Mitte. Ja, und baue mir darum dann den Butterfly. Ja, und jetzt, wenn ich jetzt klicke, und man sieht das ja auch hier in der Anzeige, zu 4 wird gekauft, wird ein Put gekauft, und die roten Markierungen, ja, wenn ich das bewege, sehen Sie ja, das sind die Puts, die verkauft werden. Ich klicke jetzt mal und dann sehen Sie, zack, sofort habe ich einen Short Butterfly aufgesetzt. Ja. Woraus besteht der Short Butterfly? Sie sehen das hier, das sind die einzelnen Legs, sagt man dazu, die Bestandteile. Ich kaufe 2 Puts von einem Strike, vom 145er Strike. Ja, die kaufe ich, das sieht man ja hier in der Aktion, kaufen. Hier sieht man verkaufen, ja, man kann das natürlich auch noch ändern, aber dann verändert sich das Profil. Ja, verkaufe einen 155er und verkaufe einen 135er. Ja, und dann habe ich einen Short Butterfly. Die komplette Kombination, hier in dem Fall dieser Short Butterfly, wird hier unten nochmal angezeigt. Und den kann ich jetzt hier auch zur Kursnotierungsanzeige hinzufügen. Das heißt, dann wandert der nach oben. Und ich kann hier auch noch auswählen, ob ich die einzelnen Kombinationskomponenten, also sprich die einzelnen Legs, noch hinzufügen möchte. Ich sage es einfach mal nein. Dann habe ich einfach nur oben die Kombination hier in dieser Orderzeile. Ja, und jetzt ist noch ganz wichtig, einige, die es nicht kennen, die wundern sich vielleicht. Jetzt steht hier negativer Kurs. Ja, Geldbriefkurs ist negativ.
3,41 zu 3,20, aber mit einem Minus davor. Das liegt daran, dass sie halt einen Short Butterfly aufgesetzt haben. Den kaufen sie. Und Ziel ist natürlich, dass der Kurs steigt in Richtung Null. Ja? Weil dann können sie die komplette Prämie von jetzt in dem Fall $320 dann vereinnahmen. Ja, wie sieht das aus, wenn Sie das jetzt kaufen möchten? Dann klicken Sie hier drauf, ja, auf den Briefkurs. Dann hat man hier die Order für diese Kombination, für diesen Short Butterfly bestehend aus Puts. Ja, den kann man kaufen, gibt dann hier einen Limitkurs ein und übermittelt die Order. Ja, und jetzt haben Sie hier das gleiche Vorschaubild, was ich eben schon gezeigt hatte beim Long Call. Ja, man sieht hier links nochmal die Combo, die man kauft, also Combo, das ist die Kombination halt, ja, Kombination aus den einzelnen Puts, die man kauft und verkauft. Wenn ich diese Kombi kaufe, was bedeutet das? Und da wird nochmal zusammengefasst, ja, ich kaufe diese beiden Puts, ich verkaufe den Put und ich verkaufe den Put. Ja, weil es kann schon mal sein, dass man sich vertut und jetzt aus Versehen diesen Short Butterfly verkauft. Ja, wenn man einen Short verkauft, dann ist es so, als wäre man Long. Dann wäre es praktisch ein Long Butterfly. Ja, aber dann würde halt hier auch in der Zusammenfassung stehen, Verkauf von 245er Puts und Kauf von anderen. Dann sieht man natürlich, dass das irgendwie nicht passen kann. Gut, und das Performance-Profil auch sehr interessant. Ja, wie gesagt, während der Laufzeit ist die gestrichelte, oder während des Datums, was man hier auswählt, das ist die gestrichelte Linie. Ja, also wenn ich hier ein anderes Datum auswähle, dann verändert die sich ja auch. Ja, das ist das Gewinn- und Verlustprofil. Das heißt hier, in dem Fall also ja, da muss man noch dazu sagen, das ist jetzt das Gewinn- und Verlustprofil von einem Long Butterfly, ja, den Sie jetzt in dem Fall natürlich verkaufen. Und dann ja, sehen Sie hier, die Gewinne ist, wenn der Kurs stark steigt, machen Sie die Gewinne, die hier unten angezeigt werden, bei plus 20% 300, bei plus 40 314. Ja, und auch wenn der Kurs stark fällt, ja, sehen Sie, was man da vereinnahmen kann. Ich hoffe, das ist soweit verstanden. Ich weiß jetzt nicht, ob da Fragen im Chat zugekommen sind, sonst ich rede einfach mal weiter. Ja. Also hier, das ist das Gute. Man kann natürlich auch noch auf den Verfall gehen, auf den 20. August. Dann sieht man halt einfach nur hier das Szenario. Man kann noch ein bisschen näher rangehen, nur wenn der Kurs sich hier um 10% verändert, da kann man genau sehen, was das für Auswirkungen hat, wenn der Kurs sich in die entsprechende Richtung bewegt. Gut, das war der Butterfly. Ja, wie gesagt, Strategy Builder, der bietet natürlich sämtliche Möglichkeiten, die man mit Optionsstrategien hier umsetzen kann, hier relativ schnell auszuwählen. Ein Strangle zum Beispiel, ja, oder auch andere kann man dann einfach hier relativ einfach aufsetzen. Wenn man aber jetzt nicht weiß, welche Optionsstrategie man hier handeln möchte, gibt es auch noch ein interessantes Tool, das sogenannte Option Strategy Lab. Das finden Sie hier unter Analyse Tools. Und dann unter Optionsanalyse, dann gibt es das sogenannte Option Strategy Lab. Ja, das finde ich sehr, sehr interessant, weil hier gibt man einfach das Szenario ein, also die Idee, die man hat von dem Wert, den man jetzt handeln möchte. Und dann wirft dieses Option Strategy Lab einem halt mögliche Optionsstrategien halt vor. Also man hat dann einige Ideen, die einem vorgestellt werden und die kann man dann natürlich direkt handeln. Also bleiben wir mal kurz bei Apple. Kurze Idee, ich nehme jetzt den gleichen Verfall, den 20. August. Meine Erwartung ist, dass der Kurs steigen wird. Leicht steigen, sagen wir mal, um 3%. Ja, also ich erwarte keinen starken Kursanstieg, dann würde ich einen Long Call einfach handeln, sondern ich erwarte einfach nur einen moderaten Kursanstieg von 3%. So, mehr gebe ich jetzt gar nicht an, sage fertig. Ja, dann sagt mir das Option Strategy Lab, was sind denn interessante Optionsstrategien, mit denen ich die Erwartungen halt umsetzen könnte? Man sieht hier schon, die einfachste Strategie ist hier ein Short Put. Dann klicke ich da drauf. Ja, und dann wird mir diese Strategie angezeigt, ein 145er Short Put in dem Fall oder ein 140er Short Put, den ich dann
einfach verkaufe, um dann die Prämie zu vereinnahmen. Ja, ich kann auch ein Bull-Put-Spread machen oder ein Risk-Reversal. Also das sind halt mehrere Strategien, die hier zur Auswahl stehen. Ja, Short-Put. Die einfachste Strategie im Prinzip. Da warte ich einfach, dass der Kurs ja, gleich bleibt oder leicht steigt. Ja? Er darf halt nicht stark fallen, ja, weil sonst könnten meine Verluste natürlich theoretisch unbegrenzt werden. Ja, das ist auch hier dann wieder das Profit-Loss-Diagramm. Das kann ich auch mal hier vergrößern, was passieren kann, wenn der Kurs sich dementsprechend, ja, wenn er steigt oder fällt. Okay. Ich kann das hier nochmal kurz zeigen. Jetzt hier das ist halt auch die Strategie Verkauf von Puts. Eine beliebte Strategie, sogenannte Cash-Secured Puts. Wenn ich jetzt einfach sage, ja, der Kurs der Apple-Aktie steigt und steigt und steigt und ich möchte gerne 100 Aktien davon kaufen, aber nicht zu einem Kurs von 147, sondern halt niedriger, lieber von einem Kurs von 130 oder 125, ja, dann verkaufe ich einfach einen 125er Put. Wenn der Kurs stark fällt, dann auch in Richtung 125, dann kriege ich halt 100 Aktien zu dem Kurs von 125. Das heißt, dann habe ich in Anführungszeichen den Wunschpreis erreicht, dann kaufe ich zu dem Preis und bin zufrieden, habe dann endlich die Aktien zu dem günstigen Preis bei mir im Depot, in der Hoffnung natürlich, dass der Kurs danach wieder steigt. Sollte das nicht passieren, sollte der Kurs nicht fallen, generiere ich regelmäßige Einnahmen durch den Verkauf der Puts, und zwar die Prämien, die ich regelmäßig vereinnahme. Ja, das ist eine Strategie, wo ja, viele Optionshändler der sich ein regelmäßiges Einkommen generieren durch den Verkauf von Puts. Durch Cash-Secured Puts, also mit Geld gesicherte Puts sozusagen, dass man dann natürlich die liquiden Mittel halt auf dem Konto vorhält, die man benötigt, um dann 100 Aktien jetzt in dem Fall von Apple kaufen zu können. Ach so, ja, hier vielleicht nochmal zu dem Bild. Das dicke blaue, diese gaußsche Glocke, ja, das ist die Standard-Normalverteilung im Prinzip. Das ist die erste Standardabweichung hier der möglichen Kursbewegung in dem Zeitraum, der hier vordefiniert ist. Ja, und meine Erwartung, dass der Kurs jetzt von heute an bis zum 20. August ja, um 3% steigt, ist jetzt auch hier ja mittig nicht, aber halt liegt relativ sehr gut in der ersten Standardabweichung. Also ist jetzt nicht unwahrscheinlich. Ja, und von daher kann man das hier nochmal optisch sich hier nochmal anschauen, ob die Annahme jetzt vielleicht utopisch ist oder sich in einem normalen Verhältnis halt bewegt. Okay, ich denke, das soll fürs Erste reichen, um mal Ihnen einen kurzen Einblick zu geben, was es hier für Tools gibt. Ja, wie gesagt, in anderen Webinaren stellen wir das natürlich viel ausführlicher dann vor. Und wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie einfach da bei uns auf die CapTrader-Page. Da ist, denke ich mal, für jeden was dabei. Simon, gerne zu dir zurück. Wunderbar, das war doch jetzt eine schöne Einführung. Und es wurde auch gefragt, wo man weitere Informationen bekommt zum Thema Optionsstrategien. Und hier nochmal der Hinweis, ein dreistündiges, ausführliches Seminar gibt es von mir am 20. November von 9 bis 12 Uhr. Entweder für Kunden von TraderFox Katapult oder gratis für Kunden der CapTrader TraderFox Edition. Die findet man unter traderfox.captrader.com. Ja, Andreas, ich glaube, jetzt haben wir doch einen schönen Überblick gegeben, was die Plattform alles kann. Sie kann natürlich noch viel, viel mehr. Und ich denke, wir werden da auch in den nächsten Wochen noch weitere Webinare halten. Ich bin ja bei euch zu Gast dann nochmal in 3 Wochen oder in 2 Wochen. Da überlegen wir uns ja auch ein schönes Thema. Und so hoffe ich, dass wir da. In 14 Tagen haben wir einen Termin am 27. Ja. Genau. Ja, dann würde ich sagen, es kamen sehr viele individuelle Fragen, die ich aber jetzt nicht so einstufen würde, dass sie für das allgemeine Interesse interessant sind.
Ihr habt ja auch einen guten Kundenservice für ganz spezielle Fragen, wo die Leute sich gerne hinwenden können. Und das übrigens auch Andreas von mir als Lob. Ich habe auch mal euren Kundenservice ein paar Mal angerufen. Ihr macht echt eine super Arbeit und ihr habt wirklich Kundenservice. Andere haben ja überhaupt keinen Service. Die schreiben nur, dass sie Service haben. Ja, vielen Dank. Ja, aber ihr habt da wirklich Ja, gute Leute. wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir da auch regelmäßig ausgezeichnet werden, also sei es von Focus Money oder vom Handelsblatt oder von anderen Medien. Die Kontaktdaten sind ja auch jetzt hier gerade eingeblendet oben, die unsere Hotline oder auch die E-Mail-Info@captrader.com sieht man ja ganz oben oberhalb der Button Live-Konto, Demo-Konto. Ja, also nutzen Sie die Möglichkeit. Wir haben da ein ganzes Team, was da Ihnen zur Verfügung steht. Und ja, das ist ja auch das, was uns von anderen unterscheidet. Ja, das ist der Service, dass wir den Kunden wirklich helfen, erfolgreicher an der Börse zu werden. Wunderbar. Andreas, danke, dass du heute Zeit genommen hast. Wir treffen uns wieder in 2 Wochen und jetzt wünsche ich dir und natürlich allen Teilnehmern einen schönen Abend. Danke gleichfalls, Simon. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.